Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins hier bei Explorer RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind im Ort an Teig unterwegs und ja, auf der Suche nach der guten Franka. Und wir werden sterben. Okay. Erstmal die große Heilung. Ja. Ja. So, jetzt können wir offiziell nichts mehr aufheben. Fix die Truhe auf. Aber gern. Jetzt kann man nichts mehr aufheben. Okay. Sonst ist hier nichts, ne? Reden wir gleich. Wir schauen uns erst ein bisschen um. Ja. Welches Level hatten wir? Level 6. Level 3. Idee ist. Nein. Leben am Limit.
böser Golem. Da. Eine weitere Kerbe für meine Sammlung. Altar der Trennung. Okay, wir wissen, was hier passiert. Wir wissen ganz genau, was hier passiert. Warte mal, das können wir doch eben anders managen. Ja, sie schon. Steht sie jetzt nicht auf? Wer die letzten Folgen nicht gesehen hat, wir haben mehrere Leichensäcke gefunden, wo abgetrennte Körperteile eines Dämons drin waren. Und darauf konnten wir uns eigentlich keinen Reim machen. Und wage zu behaupten, dass wir da eventuell irgendwas wieder zum Leben erwecken können. Wo ist denn der Golem, der jetzt hier eben oben stand? Ach, der läuft Patrouille, okay. Aber wir wollen ja hier noch nicht lang. Wir wollen ja erstmal mit einer gewissen Dame reden. Was? Okay, zwei Brücken, zwei Golems. Truhe. Machen wir erstmal die Truhe. Unterlagen von Orten. Diese alten Unterlagen wurden mit einer Art Wachs konserviert. In ihnen sind Geburten, Heiraten und Todesfälle des Hauses Orten aufgelistet. Also das war für eine Quest. Kann man die abgeben? Was? Happened mit ihm. Sehr schön. Für drei kann man dran lassen. Für dich gibt es hier nichts. Alles meins. Ich habe es in Besitz genommen. Gollum. Achso, wir müssen mit ihm reden. Wie willst du mich vertreiben? Wer bist du? Was machst du hier? Und in Besitz genommen? Gehörst du zu dem Clan, der hier gelebt hat? Clan? Nein. Es ist trotzdem meins. Ruck ist seit Jahren hier und kein rausgeputzter Oberflächler bringt ihn weg. Er ist ein mieser Plünderer und schon so gut wie tot. Geh weg! Du bringst sonst noch die Dunkle zurück, aber die brechen dir die Knochen. Es heißt, man kann hier unten nur überleben, wenn man die Leichen der dunklen Brut isst. Apfui. Das Blut der dunklen Brut ist giftig. Daran sind die Männer schon gestorben. Es brennt, wenn du es schluckst. Es brennt! Es gehört mir, nicht dir. Dir die Knochen brechen! Okay. Fallen. Oh, er ist jetzt ein bisschen schwach mit Knochen. Okay. Sterne, Sterne, Sterne. Nein, nein, nein. Ach, keine Ahnung. Liliana schon wieder. Achso. Okay, dann brauchen wir.
So. Wo ist denn der Hans jetzt hingelaufen? Da ist er. Natürlich. Ein schwerer Knauf aus augenscheinlich hochwertiger elfischer Fertigung. Eine unfertige Inschrift leuchtet schwach des verwendeten Lyriums, bleibt aber unleserlich. Neue Quest. Okay. Wird erledigt. Was hat's denn mit der Quest auf sich? Die Geschichte des Oberflächlers hat den Ort preisgegeben, an dem sein letzter Kampf gegen die dunkle Brut stattgefunden hat. Okay. Sehr schön. So. Ruck. Geh weg! Das ist meins! Nur ich darf die Reichtümer plündern! Ich will doch nur reden. Nein! Nicht reden! Geh weg von meinem Land! Mach, was ich sage, sonst töte ich dich. Ich bin nicht hier, um zu stehlen. Versprochen. Hast du dieses Lager hier so gefunden? Alles war hier. Alles, was die Griecher hier gelassen haben. Steine und Zelte und Würmer. Alles meins. Okay. Versuchen wir erstmal die gute Tour. Schöne Frau, schöne Augen, schönes Haar. Riecht wie der Dampf, wenn Wasser brennt. So blau wie der tiefste Stein. Dann nimmt die schöne Frau Ruck nichts weg. Du nimmst Rucks glitzernde Würmer und schöne Steine nicht weg. Nein. Ich will nur reden. Wenn es wertvoll ist, könnten wir tauschen. Ach, brauchen wir nicht. Oh, Ruck findet das in Ordnung. Vielleicht. So, du heißt also Ruck. Ruck, kein schöner Name, nicht schön wie Frau. Ruck ist klein und hässlich und verdreht. Ein bisschen irre ist er schon. Ich habe einige Fragen an dich. Ich beantworte deine Fragen, schöne Frau, was du willst. Okay. Wann bist du hier angekommen? Zu lange her. Ich muss denken. 5 Jahre? 6? Ruck kennt Geruch und Anblick der Stadt nicht mehr. Okay. So eine lange Zeit, du armer Kerl. Erstmal ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Die schöne Frau versteht. Sie versteht, wie Ruck sich fühlt. Sie versteht. Okay. Wie hast du hier überlebt? Wenn die Dunkeln hier waren, blieb ich im Schatten. Im Schatten sehen sie nicht nach, wenn du ruhig bist. Wenn du ihr Fleisch isst. Die Dunkeln glauben dann, du gehörst zu ihnen. Sie lassen dich in Ruhe. Aber jetzt sind sie fort. Mhm. Weißt du, wohin die Dunklen gegangen sind? Ich denke nach Süden, schöne Frau. Weit, weit nach Süden. Dahin ruft sie der dunkle Meister mit seiner wunderschönen Stimme. Da war große Freude, als er aufwachte. Der große Meister. Er redet vom Erzdämon, oder? Der dunkle Meister wachte auf, rief seine Kinder und alle gingen zu ihm. Ich wollte auch gehen, ihn ansehen, weil er so schön ist. Mhm. Weil die Riesenspinnen gibt's ja immer noch, oder? Die Griecher. Sie essen immer die kleinsten von den Dunklen. Jetzt haben die Griecher Hunger. Griecher. Bäh. Okay. Ich beantworte deine Fragen, schöne Frau, was du willst. Ach, jetzt kann man gar nicht mehr wegen dem Meister fragen. Das ist ja doof. Stücke von Sachen. Nur Stücke. Die Griechen haben fast alles weggenommen. Sie nehmen Sachen aus Stahl und Sachen aus Papier. Sie nehmen, was glänzt, und sie nehmen die Worte. Die Worte? Papier und Worte? Das klingt, als habe jemand Notizen gemacht. Glaubt ihr, Branka hat hier gelagert? Sie bringen in ihr großes Nest, das Nest für die Eier. Was glänzt, legen sie hinein. Jawohl! Okay. Hat du etwas, das du tauschen würdest? Ruck hat einige Sachen.
Aus dem Lager, aus den Netzen. Du gibst dafür Glitzermünzen, ja? Wir können verkaufen. Ja. Okay, also was können wir denn verkaufen hier? Erstmal die Schilder, die brauchen wir nicht. Feuerresistenz, ja, die würde ich eigentlich gern behalten, aber die nehmen natürlich auch massig Platz weg, ne? Die ganzen Waffen brauchen wir nicht. Magierauge. Wie behalten wir die Armbrust? Ja. Weg, weg, weg. Pfeile behalten wir jetzt erstmal. Die Rüstung würde ich eigentlich auch gern behalten. Ja, wir haben jetzt 17 Slots frei. Neue Quest, die Hoffnung einer Mutter. What? Ach, das war... Ah, okay. Quest hatten wir und haben die aus Versehen, also ich, verkackt. So schnell durchgeklickt und dann, aber wir können ja wahrscheinlich jetzt trotzdem Bescheid sagen, dass ihr so noch lebt. Knochenfledderer in Ruckers altem Lager. Habt ihr die Spuren auf dem Boden gesehen? Hier waren einst eine Menge Leute und Feuerstellen. Die Aufzeichnungen, die diese Spinnen mitgenommen haben sollen, müssen von Brunker sein. Etwas derartig Empfindliches kann nicht mehr aus dem Teig stammen. Ja, aber er hat gesagt, großes Nest und wir wissen alle, was passiert, wenn wir da jetzt hingehen. Ich will mich nochmal kurz umschauen, nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Ja, dann haben wir jetzt zwei Optionen. Einmal über die Brücke gehen, Golem. Kampf und dann wird auf der anderen Seite wahrscheinlich, denke ich mal, das Spinnennest sein. Quasi da lang. Andere Option haben wir ja nicht. Option Nummer 2. Den Dämon zusammensetzen. War das hier? Du bleibst da. Ja, ich würde sagen, dann... werden wir in der nächsten Folge den ominösen Altar der Trennung mal benutzen und schauen, was wir da zum Leben erwecken. Ich bin mal echt gespannt. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.